Hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Mittlerweile schon Folge 22. Und ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Ich wollte vorher noch eine Kleinigkeit sagen. Ist einfach, ich habe ja nebenbei noch Planet Zoo laufen und das ist momentan zumindest nicht ganz so stark angenommen. Deswegen werde ich mich wohl mehr auf Foundation konzentrieren. Planet Zoo kommt noch, aber nicht ganz so häufig wie jetzt. Also jetzt kam es ja immer jede Woche Donnerstag. Wahrscheinlich werde ich auch 2 Folgen Foundation die Woche bringen und Planet Zoo einfach ein bisschen runterfahren. Vielleicht schaue ich ja nach einem neuen Projekt. Ich habe echt schöne, viele Spiele schon entdeckt, die ich mir demnächst holen werde, beziehungsweise schon geholt habe. Auch Early Access Spiele. Mit denen läuft es ja eigentlich ganz gut. Vielleicht habt ihr auch Bock auf ein anderes Early Access Aufbauspiel. Könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust dazu habt. Ich bin gespannt und dann würde ich aber jetzt sagen, los geht's. Genau, wir haben jetzt hier noch unsere hübsche Kirche hier hinten. Da ist ja noch nichts passiert, was aber nicht schlimm ist, weil wir haben ja auch erstmal noch andere Sachen priorisiert. Unsere Jägerin da im Wald. Und hier bauen wir ja auch keine neuen Passanten. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben erstmal noch genug. Ach nee, hier wird noch ein Wohnhaus gebaut. Ach hier, das Schaf ist schon wieder dicht. Schwierig. Volkswahrscheinlichkeit extrem. Und dann können wir noch da bleiben. Das können sie dann gerne noch vervollständigen. Die Mission. So, die Kirche können wir hier erstmal wieder zumachen. Ich denke aber auch, sobald die Kirche hier hinten gebaut ist, dann steigt ja die Attraktivität hier von dem ganzen Ding. Weil die muss halt erstmal gebaut sein. Und ich habe ja hier im Wohngebiet hingepackt. Hier allgemein und dann werden wahrscheinlich auch wieder mehr Leute kommen. So, was haben wir hier? Ein bisschen Holz. Wir haben, oh, ganz schön viel Stoff. Das ist sehr gut. Der Markt ist hoppala. Hoppala, Leute, das ist jetzt nicht so geplant gewesen. Ich wurde irgendwo hingeschickt, wo ich nicht hin wollte. Ein Markt ist fertig. Das ist der hier. Okay. Interessant. Oh, wir können Wildschwein auch kaufen. Dann können wir hier Wildschwein verkaufen mal. Und das haben wir dann auch noch. Wie sieht es mit Fisch aus? Fisch können wir hier auch noch verkaufen. Fisch ist gut. Den verkaufen wir noch. Hier irgendwas bevorratet. Nee, diesmal habe ich es nicht vergessen, nicht mehr zu bevorraten. Wir könnten sonst natürlich auch noch eine Fischerhütte hier integrieren. Das Fischerdorf. Oh, es war jemand bei der Kirche. Ja, die ersten Steinblöcke sind hingebracht worden. Geil. So, ich würde aber trotzdem sagen, wir können hier einfach noch einen Fischer hinsetzen. Ja, keine neuen. Das ist, wie gesagt, nicht ganz dramatisch. Das können Dorfbewohnerliste einmal. Und wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Arbeitslose dazwischen. Das ist gut. Irgendjemand ist unzufrieden. Warum bist du unzufrieden? Volkswahrscheinlichkeit Mitte. Nee. Die soll mal zurückkommen. Warum bist denn du unzufrieden?
Du hast kein Essen. Das ist jetzt ungünstig. Ja, dann ist es, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, wenn wir hier noch eine Fischerhütte hinbauen. Wo steht sie denn da unten? So, bauen wir hier noch eine dazu. Würde ich die auch priorisieren, damit die schnell fertig wird. Dann können wir da noch ein bisschen Fisch sammeln. So, hier haben wir... Ah, ich könnte noch... Ja, packen wir noch eine Sammlerin dazu. Noch besser. Wie sieht's hier aus? Dann geht's noch ganz gut. Wir sind eigentlich so... Fehlt es an? Ist das jetzt Brunnen oder Haus? Mondplatz. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Wir könnten hier trotzdem mal gucken. Hier entsteht ja schon ein kleiner Weg, dass wir vielleicht hier... wir müssen hier auch wieder unsere Schafstatue... Oh, hier so an der Brücke, das ist ja cool. Also wir müssen natürlich wieder Schafstatue hier auch drüben integrieren. Das ist ja schon irgendwie unser Markenzeichen. Die Ziersträucher können wir hier auch mit dazu packen. Und dann kann da so ein Baum hin. Das ist auch cool. Dann könnten wir aber wirklich... Ich meine, da ist ein Brunnen. Wir könnten natürlich hier hinten... Oh, Audienz. Da können wir mal gucken. Was wollen sie haben? Fisch. Ja, wie immer. Müssen wir mal gucken, welche Punkte wir am wenigsten haben. Okay, sind alle gleich. Oder so gut wie gleich. Lass uns mal dem Volk helfen. Dann müssen wir hier einmal den Fisch bitte vorraten. Danke. Und ich möchte hier hinten, so bei der Kirche passt das. Oh, zwei neue. Ja, jetzt. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann könnten wir hier nämlich so bei dieser kleinen Dorfkirche noch einen Brunnen. Ich finde das... Das ist immer ganz, ganz gut. Oh, Beförderung. Können wir mal gucken. Den können wir eigentlich mal befördern hier. Mal hier unten. Den Weber, den können wir befördern. Den vielleicht noch. Aber es reicht für den Anfang. Wir müssen auch gucken. Huch, hoppala. Das war nicht geplant. Wir müssen auch gucken, dass wir noch Geld machen. Ne? Also ohne Geld lässt sich dann auch immer schwer bauen. Und so kann ich hier noch so ein Brunnen setzen. Oh, ja. Fisch kann man abliefern. Perfekt. Dann Vorratung aufheben. Sehr gut. So. Das ist hier die Weberei. Dann könnten wir eigentlich dann auch gucken, dass wir da irgendwo ein Wohnhaus wird ausgebaut. Oh, das hier endlich. Dieses einsame Verlassene da oben. Okay, alles klar. Das kann endlich ausgebaut werden. Damit bin ich d'accord. Das ist in Ordnung. Das ist auch cool, ne? Diese großen neuen. Sieht auch cool aus. Genau, ich wollte eine Schneiderei bauen. Fischerhütte ist fertig, das ist sehr gut. Dann könnten wir hier gleich einen Fischer... Oh, 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 Leute, guckt euch das an. Die Kirche nimmt Gestalt an. Geil. Hab ich schon richtig Bock drauf. Das wird gut, das wird richtig gut. Ja, ich möchte jetzt... Ach, Mensch, irgendeine von unseren 50.000 Schafstatuen ist fertig. Alles klar. Ich möchte doch einfach nur die Schneiderei bauen. Die habe ich nämlich noch nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann können wir nämlich schön... dann können wir schön die
kann Klamotten für die Leute herstellen. Können wir mal gucken, dass sich hier nichts überschneidet. Wo ist denn der Eingang? Ist hier der Eingang? Lass uns so machen. Schau. Nur gucken, wie gesagt, dass sich diese Dings nicht... Dann ist es direkt bei der Weberei und die können sich da gegebenenfalls direkt was Neues holen. Also neuen Stoff, müssen nicht erst zum Dings. Also werden trotzdem dahin laufen. Na, ich werde das auch mal priorisieren. Und dann können wir nämlich Kleidung verkaufen und dann geht's richtig ab, ja. Können wir Luxusgüterstände mit hinbauen und dann können wir Kleidung verkaufen. Richtig gut. Mal gucken. Da kann ich eigentlich auch einen von denen hier anklicken. Ja. Wenn ich das bearbeiten gehe, dann haben wir hier verkauft Waren an die Dorfbewohner und Luxus und luxuriöses Essen. Ich glaube, also wir brauchen dann einfach nur einen Warenstand. Ich weiß jetzt leider nur nicht genau, welchen, also was ich da alles. Ich würde einfach mal. Oh, wow, okay. Der hat einen guten Radius, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde den jetzt hier mit an den Weg stellen, so. Und wenn ich gerade dabei bin, möchte ich die Dinger hier mit so einem Zelt ausstatten. Ja, die stehen ein bisschen nah aneinander hier, aber das ist jetzt egal. Und dann, der kriegt so ein Zelt und hier nochmal so ein Zelt drum. Das ist cool. Da sehen die gleich noch ein bisschen besser aus und die Leute sind noch glücklicher. Ja, das machen wir so. Bau beginnen, bitte. Militärmission ist verfügbar. Schwer. Mission anzeigen. Nee, schwere machen wir mal noch nicht. Und wir haben ja auch jetzt hier hinten zwar schon neue dazu geholt. 5 Stück. Aber die sind ja jetzt auch noch nicht so lange dabei. So. Gucken wir jetzt hier voran und das sieht doch gut aus. Mail 596 bringt 3x Steinblöcke. Wieso bringt der nur 3? Aber wahrscheinlich ist sein Level noch zu niedrig. Ich glaube, je höher das Level, desto mehr können die halt schleppen. Ist ja auch irgendwo logisch. Finde ich schon ein bisschen. Also ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Das ist unser Arbeiterviertel. Unser Fischerdorf. Attraktivität niedrig. Das ist jetzt aber nicht gut. Dann. Okay, dann muss ich wohl noch ein paar Büsche irgendwie aufstellen. Ziersträucher meine ich natürlich. So. Ziersträucher. Und dann noch einen hin. Hier auch noch einen wunderschönen Zierstrauch. Und Straßenschild können wir hier eigentlich auch noch hinpacken. Da oben lang, ne? Wir können es auch hier so hinstellen. Schneiderei ist fertig, das ist sehr gut. Ich mache das mal ganz kurz. Bisschen langsamer hier. Ich hier erstmal hier noch einen dazu stellen, ist auch nur Mittel. Kriegt der noch ein paar Büsche.
Ja, okay. Ich denke, das reicht erstmal für den Anfang. Dann könnten die dann vielleicht demnächst auch ausbauen da. Ach, kommt wahrscheinlich auch auf deren Stand an, ne? Ob die. Oh, drei neue. Das ist gut. So, dann müssen wir aber in die Schneiderei eine Schneiderin reinsetzen. Female 346. Wer kennt sie nicht, die gute? Beste Schneiderin im Dorf. Was haben wir hier? Wildschwein. Trauben. Ja, also wir müssen ja, wir haben jetzt auch hier Hopfenfarmen und so. Ich glaube, das gehört mit zu luxuriösem Essen. Würde ich jetzt mal schätzen, einfach. Also, wir können es eigentlich wieder schneller laufen lassen. Jetzt bin ich ja wieder dabei. Doch sind wir dabei. So, ich könnte das auch mal priorisieren. Sonst laufen die ja alle erstmal zur Kirche, weil die schon länger da steht. Aber die können wir, wie gesagt, nach und nach bauen. Ich finde hier so Märkte und so sind gerade noch ein bisschen wichtiger. Oder neue Gebäude. Wir können demnächst auch gucken. Ich habe ja jetzt hier größtenteils Wohngebiet. Ob wir uns halt hier ein angrenzendes Ding holen. Auch hier so angrenzend eben. Weil hier ist ja so schon so Industriegebiet gefühlt. Dass wir sonst, wenn es hier halt dann knapp wird, dann erstmal das so, dass wir hier weiterführend erstmal Industrie haben. Hier haben wir noch ein bisschen Wohngebiet. Muss ja gucken, manche haben ja diesen roten Umkreis, dann wird ja Attraktivität ziemlich niedrig. Und da muss man halt einfach ein bisschen drauf achten. Noch einmal hier Platz, aber wäre so mein Gedankengang hier. Da wollte ich eigentlich, ich finde das irgendwie, das sieht voll cool aus, so also wirklich mitten im Wald, mit den Bäumen noch davor. Hallo. Viel Spaß beim Fischen. Wo bist denn du? Das ist der Hans. Der Hans war gerade fischen. Der ist nur 18 Jahre alt. Werden die eigentlich auch älter? Ich habe das Gefühl, meine Leute sind alle 18. So, das ist Mail 1113. Ah, der ist schon mal 24. Na Mensch, also sie werden scheinbar doch älter. Jetzt stehen sie natürlich hier alle auf Anna. Gwyneth ist auch dabei. Und der Klotzkopf dabei. Harry. Na Mensch. Das läuft ja. Oh. Die Stände werden gebaut. Natürlich auch, ich finde, das sieht echt viel schöner aus, wenn die wirklich dann auch diese Zelte drumherum haben. Ich habe schon 26 mehr Kleidung. Dann können wir hier. Wie sieht es denn aus? Ah, den Steinmetz könnten wir eigentlich noch befördern. Den Weber. Genug Beförderung für heute. Mal reichen. Eingesandt. Och, die wollen aber immer viel haben. Meine Güte. Ich wollte ein Brot. Brot habe ich selbst nicht. Also, nee. Also, Brot gebe ich dem bestimmt nicht. Also, mal selbst knapp dran. Sollen sich selbst ihr Brot backen? Die beiden habe ich ein bisschen nah zusammengestellt, deswegen überlappen die sich hier ein bisschen, aber ich denke, das ist noch das kleinste Übel. Könnte natürlich hier den Markt dann auch noch anpassen, arbeiten, dass die auch einmal alle was drüber kriegen hier. So. Auch drei verschiedene machen. Sehr schön.
Ja, das können wir nicht mehr machen. Also hier oben ist halt schwierig, jetzt den Markt noch zu ergänzen. Also ich würde, wenn dann, entweder irgendwo nochmal einen neuen hinstellen, neuen, oder wir machen den halt hier erweitert hin. Ich würde da halt noch so ein, so ein Luxusgüter, also Warenstand. Acht Euros drauf, es hat eine neue Stufe an Freischaltmöglichkeiten. Yay! Guck mal gleich, das gucken wir uns gleich an. Sonst kann ich den ja auch hier zustellen. Dann müsst ihr eigentlich noch durchkommen. Also hier und da eigentlich ja schon noch. Und der kriegt natürlich noch den da drüber. Ja. Okay, wir haben irgendwo eine neue Stufe erreicht. Ja! Neun Prunk. Eine Taverne können wir... Handelsbonus, den muss ich erstmal holen. Das ist jetzt das überhaupt Wichtigste. Vogtbüro. Funktion, die den Gebäudeteilen zugeordnet werden kann. Okay. Okay. Ich muss mir erst... Ach, Mensch. Also zum Markt lasse ich mich nicht mehr schicken. Jetzt bin ich ja sonst wo gelandet. Okay, hier, der Markt ist fertig. Ach, guck mal, sieht gar nicht so schlimm aus, wie erwartet. So, und hier möchte ich jetzt erstmal verkaufen Kleidung. Gebäudeteile. Freien Marktbewohner zuweisen. So. Sehr gut. So hat es zu laufen. Leute gerne. Also den Handelsbonus, den haben wir schon mal. Erhöhung des Handelsbonus um 20% durch die Loyalität des Dorfes. Okay. Taverne. Okay, wir könnten ja, also wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir halt. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich noch ein Herrenhaus bauen möchte. Hier oben habe ich ja eins. Könnte man sonst hier unten noch eins mit hinpacken. Hier ist ja sowieso Attraktivität ganz niedrig. Dann haben wir nämlich auch mehr Kapazität im Gold. Das Vogtbüro kann man da, glaube ich, mit integrieren. Oh, guckt euch das an. Das ist schon richtig weit. Boah. Vielleicht machen wir das auch als erstes, ich das mal wieder langsamer. Das Herrenhaus. Oh. Steinset, ja genau, wir können nämlich auch. Oben haben wir ja größtenteils eins aus Holz. Vogtbüro, ja, hier guckt. Ach, guck mal, das hat ja einen positiven Rahmen. Das muss mir doch mal einer sagen. Vorher war es immer negativ. Ja, dann können wir es ja hier so hinpacken. So. Die Brücke hätte ich jetzt gesagt. Ja. Vorne sollte vielleicht eine Tür hin. So. Vogtbüro. Andocken. Das möchte ich erst drehen. Ach Mensch. Der Baum da nervt mich auch, weil ich das nicht richtig sehe. Ich packe das jetzt da daneben und muss das aber noch ein bisschen höher ziehen.
weil da so eine Tür ist. Also so ein bisschen muss das schon passen. Ja, und da ist ein Turm mit dran packen und dann sieht das auch schon ganz blöd aus. Was ist denn da? Steuerbehörde. Ha, cool, eine Steuerbehörde. Ich glaube, da war noch Steuerbehörde hinten drin. Okay, das sieht ganz cool aus, so. Und da ist ein Turm in der Mitte. Ah, Steuerbehörde ist negativ, okay. Ja, okay, das ergibt Sinn. Das ergibt sogar Sinn. Dann können wir da noch einen Eingang machen, sonst. Okay, die Steuerbehörde ist ein bisschen negativ. Aber es kommt nicht bis zu den, also das Positive kommt bis zu den Häusern, das Negative nicht. Steuerbehörde ist nicht. Okay, das ergibt Sinn. Das ergibt wirklich Sinn. Dekorativ können wir ein bisschen was machen. Ein Wasserding hin. Oh, schick. Oh, so Busch. Gestutzter Busch. Schick. Kann ich das hier irgendwo? Nee, okay. Vielleicht ich könnte vorne irgendwie noch was an die Wand packen, aber. Und stimmt halt hier mal so ein Baum hin. Schick. Wunderhübsch. Okay. Ja, Bau beginnen. Ah, die Bäume stehen schon mal. Okay, das können wir auch nach und nach machen lassen. Gewöhnliche Kleidung diese Woche für 180 Gold verkauft. Das ist doch sehr gut. Das ist ja. Gut, dann würde ich aber sagen, für heute war es das erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen. Ich verlinke euch hier wieder die Playlist. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, bis denne!